Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem BKBBL-Spiel zwischen den S-Oliver Baskets Würzburg und den EWE Baskets Oldenburg. Endstand 69:42 für Würzburg. Bei mir ist der Trainer, der Oldenburger Ralf Held. Ihr Statement zum Spiel? Also zunächst mal gratuliere ich Würzburg zum Sieg, zum sehr deutlichen Sieg. Ich denke, in der ersten Halbzeit haben wir das Spiel noch relativ offen gestalten können. Ich war mit der Intensität meiner Mannschaft in der ersten Halbzeit sehr zufrieden, dass dann die Bälle nicht fielen. Das ist manchmal so nicht weiter tragisch. Wir waren sehr gut auf die hitzige Atmosphäre und auch die hitzige Art und Weise, die Würzburg zu spielen versteht, vorbereitet. Wir wussten auch, dass es mit ein Schlüssel ist, dass man dabei nicht die Konzentration verliert. Dass ich dann in der zweiten Halbzeit derjenige war, der als erster die Konzentration verloren hat, nehme ich definitiv auf meine Kappe. Und dass dann die Mannschaft auch dem gefolgt ist, ist ganz sicher mein Fehler. Aber das ist aus meiner Sicht das, was in der zweiten Halbzeit passiert ist. Wir haben die Konzentration verloren und damit auch das nicht mehr umsetzen können, was wir uns vorgenommen haben. Nochmal Gratulation an Würzburg für einen sehr verdienten Sieg. Vielen Dank, John Patrick. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Ein Statement. Ja, ich bin sehr stolz. Erstmal danke für die Glückwünsche. Ich bin sehr stolz. Es war ein wichtiges Spiel. Das war ein wichtiger Sieg in Richtung Playoffs. Und ich glaube, wir haben gesehen, in der Offensiv, auch wenn nicht viele freie Schüsse gefallen sind auf beide Seiten, dass wir mit nur 5 Turnovers einen guten Job gemacht haben, den Ball zu kontrollieren. Und offensiv Rebounds in der zweiten Halbzeit war auch so sehr wichtig, moralisch, wenn beide Mannschaften hart arbeiten und dann, als wir offensive Rebounds kontrolliert haben. Ich bin auch stolz, dass nach der Auswahl von Ivan wegen seinem Blinddarm, dass Maxi und auch Jermaine sich sehr gut präsentiert haben und auch Alex King. Vielen Dank. Gibt es Fragen von Ihrer Seite? Herr Held, im zweiten Viertel hat die Mannschaft 6,5 Minuten keinen Punkt gemacht. Sie haben keine Auszeit genommen. Waren Sie überzeugt davon, dass die Mannschaft auch so den Rhythmus zurückfindet? Also eine Auszeit macht aus meiner Sicht dann Sinn, wenn man der Mannschaft etwas sagen kann, was sie verändern muss. Die Art und Weise, wie sie die Offensive gespielt hat, fand ich nicht schlecht. Wir hatten auch gute Würfe in der Zeit. Von daher habe ich keine Veranlassung gesehen, eine Auszeit zu nehmen. Weitere Fragen? John, euch steht ein hartes Programm jetzt vor, Mittwoch in Berlin. Sonntag dann in München. Hilft so ein Erfolg dann in der Vorbereitung? Macht es ein bisschen einfacher? Ein hartes Programm die Woche. Ja, erstmal wollten wir nur auf diesem Spiel konzentrieren. Also jedes Spiel ist wichtig und wir haben heute alles gegeben. Wir würden einen freien Tag morgen haben. Dann würden wir überlegen, was kommt. Wenn ich die Szene richtig gesehen habe, du hast nach der ersten Aktion von Maxi der Defense ihm gleich wieder den Platz auf der Bank angeboten. Hast du ihn da so ein bisschen wachrütteln wollen? Nee, wir haben eine Strategie. Das war ein kleiner Fehler von ihm. Aber ich finde, Maxi hat gut gespielt. Und natürlich als 20-Jähriger, manchmal ist es normal, ein bisschen Selbstvertrauen zu fehlen. Aber heute, das war nicht der Fall. Und ich fand mit seinem Tipp Dunk, das war ein absolutes Highlight des Saisons. Und er hat auch gut Defense gespielt und gut gereboundet. Ich glaube nicht, dass es Sinn macht, hier irgendeine Schiedsrichterentscheidung zu kommentieren. Nichtsdestotrotz, vielleicht darf noch mal eine Nachfrage dahingehend. Es ist dann sehr, sehr hitzig gewesen, phasenweise. Da sieht man nicht jedes Mal, wenn man im Basketball spielt. Was rechnen Sie da den Schiedsrichtern zu? Ist das eine Konsequenz aus dieser Geschichte oder hat das mit den Schiedsrichtern gar nichts zu tun? Also aus meiner Sicht hat das mit den Schiedsrichtern nichts zu tun. Wir waren, wie gesagt, wir sind in das Spiel reingegangen. Wir wussten über die hitzige Atmosphäre, wir wussten darüber,
dass die Mannschaft auch sehr aggressiv immer nah am Foul spielt. Wir wussten, dass es zu Situationen kommen wird, die auch für die Schiedsrichter sehr schwer zu entscheiden sind. Und wir wussten auch, dass es dementsprechend spielentscheidend sein wird, dass man dabei den Fokus nicht verliert und weiter die Dinge umzusetzen versucht, die man sich vorgenommen hat. Ich habe es eben schon mal gesagt, ich war der Erste, der das nicht befolgt hat. Also von daher ist da die Hauptschuld ganz sicher bei mir zu suchen. Gibt es weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, bedanke ich mich ganz herzlich. Gute Heimreise. Danke. Wiedersehen. Wiedersehen.